Hiho und willkommen, meine lieben Roguelike- und Wikinger-Freunde, zu einem neuen kleinen Let's Show von mir, nämlich das Spiel Bad North. Ja, Bad North. Wie erkläre ich dieses Spiel am besten? Hoffentlich kennen die meisten von euch Faster Than Light, denn das Grundprinzip ist ähnlich bei Bad North. Man hat eine World Map mit mehreren Inseln. Und ja, man kann diese Inseln nacheinander spielen. Das zeige ich euch dann, wie das Spielprinzip ist. Also, auf jeder Insel hat man seine Armeen und muss die Häuser der Insel gegen gegnerische Wikinger-Invasoren verteidigen. Auf der World Map geht dann alles rundenbasiert. Also man wählt eine Insel, macht sie, dann geht es zur nächsten Insel und so weiter. Während von der linken Seite die große Wikinger-Invasion kommt, vor der man flüchtet. Also ähnlich wie bei Faster Than Light, wo man von einem Sternpunkt zum nächsten springt, während die Rebellenarmee einen verfolgt. Nur, dass die Kämpfe an den Punkten halt anders sind. So, wir starten mal in Bad North rein. Machen ein neues Spiel. Hier haben wir unsere beiden Startarmeen. Erstmal. Ich habe kein Deluxe-DLC. Ja. Also erstmal können wir hier damit den Schwierigkeitsgrad auswählen, können Level Restarts erlauben, Tutorials ein- und ausblenden, ich lasse sie mal an. Also es gibt drei Schwierigkeitsstufen, einfach, normal, hart, wir nehmen normal. Und ja, wir können unsere beiden Startarmeen oder Startoffiziere auswählen. Oh. Wir können tatsächlich auch einen Skill auswählen. Ja. Skillful. Discount und all Skill Upgrades. Oh, nicht schlecht. Können wir allerdings auch immer nur einem geben. Also geben wir ihm. Also ja, Skills muss man normalerweise erst freischalten. Normalerweise hätten beide No Trade. Und ja, eigentlich für das Let's Show nehmen wir No Trade. Ja, nehmen wir Turi als den einen. Und ja, von mir aus Gamma als den zweiten. Also... Das macht nicht keinen großen Unterschied jetzt, was für zwei Start Hauptbänder man wählt, so gesehen. Nur die Trades und die Items nachher machen da den Unterschied. Aber ja, beginnen wir mal mit den beiden. Es wird eine neue Worldmap generiert. Und ja, schon mal Tooltip. Und noch ein Tooltip. Ja. So, unser Tutorial. Also, wir sind schon in der, sozusagen, in der Tutorial-Mission. Kriegen jetzt die Steuerung erklärt, also wie wir die Karte drehen, wie wir Squads selektieren und sie in der Gegend rumschicken. Und wir müssen Häuser defenden, genau. So, Feinde kommen. Meistens immer vom Wasser aus. Also ich hatte bis jetzt noch keine Gegner, die irgendwie oben auf den Hügeln landen konnten. Nur Feinde, die im Wasser gelandet sind. Und ja, die ersten Gegner hier, das sind ganz einfache Schwertkämpfer. Ohne irgendwelche Besonderheiten, deswegen kann man sie leicht besiegen. Zum Glück noch. Natürlich töten sie auch unsere Leute. Wie man sehen kann, hat dieser Trupp schon zwei Soldaten verloren. Aber wir haben gewonnen. Yay. Kriegen dadurch, dass wir die Gebäude gerettet haben, 4 Münzen. Kriegen eine Statistik, wie viele Gegner wir getötet haben. Und sind auf der World Map. So. Wir können jetzt theoretisch upgraden. Nein, können wir nicht, weil uns fehlen 2 Mützen. Am Anfang sind unsere beiden Truppen ja, klassenlos. Also haben die Standardklasse, nämlich einfach nur Miliz.
Wir können sie aber in eine der drei Unterklassen verwandeln. Also Bogenschützen für den Fernkampf, Infanterie, die halt gut für den Nahkampf ist, und Pikiniere, die gut sind, um Wege zu blockieren, was manchmal sehr nett sein kann. So, aber wir können nichts upgraden, weil wir brauchen sechs Münzen, um eine Klasse zuzuweisen, und wir haben nur vier. Dort sehen wir schon mal, ist eine Insel mit einem Banner. Das heißt, hier werden wir eine neue Truppe kriegen können. Und hier oben ist etwas, was wir noch nicht entdeckt haben. Also irgendein random Item wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir aber erstmal unsere Runde beenden. Und da sehen wir hier hinten, die Wikinger-Invasion kommt auf uns zu. Also ja, wenn wir diese Runde jetzt beenden würden, dann wäre unsere Hauptinsel weg. Wir könnten aber, glaube ich, immer noch diese Insel hier angreifen. So, das machen wir auch mal. Also, was heißt angreifen? Verteidigen. Wir müssen die Inseln ja verteidigen. So, deployen. Runter mit euch. Also ja, der Zufallsgenerator war mit uns nicht ganz gnädig und hat uns eine schlechte Insel gegeben. Also eine schlechte Startinsel. Das können wir jetzt allerdings auf der Insel recht gut wieder wettmachen. So, die Gegner landen. Werden gleich niedergemacht. Also solange unsere Truppen in der Überzahl sind, sollte das kein Problem sein. Und ja, da fangen sie schon an, das Haus in Brand zu stecken. Ja, da kommt ein großes Schiff. Da sollten wir unsere Truppen zusammenziehen. Und das ist, glaube ich, auch schon die Final Wave. Nein, die kommt da oben. Gut. Also unsere Truppen hier hin. Noch sieht es für uns besser aus. Also im Großen und Ganzen sind unsere Milizionäre, dadurch, dass sie ja auch Anführer haben, etwas stärker als die gegnerischen Truppen. Ja, das waren aber gut Verluste. Waren aber sechs Münzen, sehr schön. Also ja, wir können auf jeden Fall die Insel nehmen, dann die Insel nehmen. Sollten aber jetzt auf jeden Fall erstmal einen Trupp upgraden. Ich grade sie zum Bogenschützen ab. Das hilft uns ein bisschen auf jeden Fall. Und ja, wir sehen auch bei dieser Insel hier. Also wir sehen, was für Gegnertypen uns auf jeder Insel erwarten werden. Wir sehen sogar das Blut auf der Insel, wo am meisten gekämpft wurde. Also wo gekämpft wurde. Und auch die Häuser und alles. So, next turn. Olade ist verloren. Das heißt, wir nehmen als nächstes Otteron. Ja, deployen. Schicken unsere Bogenschützen auf erhöhtes Terrain. Am besten schon mal. Gucken, woher sie kommen. Oh, von da. Dann schicken wir unsere Bogenschützen am besten runter. So, das haben wir schon mal ziemlich gut gemeistert. Das könnte jetzt etwas anstrengender werden.
Und da haben wir unseren Anführer verloren. Okay, wir machen Abandoned Island. Ja, Game Over, das ist nicht so schön. All your commanders died. Gut, wir haben jetzt schon nicht gerade der beste Anfang. Also fangen wir doch mal neu an. Hey. Yep. Bom, bom. Ha. Bom. Ha? Oh ja, nehmen wir ihn. Das Tutorial können wir ruhig gucken. Machen wir es mal aus. Ja, your militia basic troops can be upgraded. Gut. Das ist wieder eine recht doofe Map. Weil wir wieder nur zwei kleine und ein mittleres Haus haben, also wieder nur vier Münzen kriegen werden. Ja, ich glaube, wir sollten unseren ersten Trupp dann zu Schwertkämpfern machen. Und ja, ihr habt gesehen, die Wikinger haben es auch geschafft, unsere Häuser zu verbrennen, was nicht gut ist, weil dadurch kriegen wir aus dem Haus kein Geld. Und ja, wenn wir eine Insel aufgeben, dann sterben auch alle unsere Truppen auf der Insel. Was auch nicht so schön ist. So, Startinsel geschickt. Na, Tower Peak sieht nicht gerade sehr toll aus. Nehmen wir aber sie mal die Insel. So, es gibt nur einen Weg hier hoch. Hier werden jetzt Bogenschützen und Speerkämpfer verdammt nützlich. Die Speerkämpfer könnten nämlich hier den Weg blockieren, während die Bogenschützen halt runterschießen. Aber wir haben weder das eine noch das andere. Also müssen wir uns... mit den Truppen, die wir haben, zufrieden geben. So, die schicken wir mal kurz zum Replenischen hier rein. Zwei Münzen gekriegt, gut. So, die Insel ist relativ offen. Deswegen würde ich sagen, graden wir sie mal zum Infanterie ab. Nehmen die nächste Turn. Und legen in der Mission los. Hier haben wir wenigstens zwei mittlere Häuser. Und überlege Schwertkämpfer jetzt dieses Mal. So, wir sollten dafür sorgen, dass die Wikinger zuerst in die Schwertkämpfer...
genau rein steuern. Und nicht in unsere Milizsoldaten.